Moderne, allzu moderne. Seit Rousseau sieht der avancierte Intellektuelle im objektiven Geist immer nur Ketten, die seine Freiheit rauben. Der Kontrast sozial der Moderne ist der hassende Verdacht gegen alles Ständische und Stehende. Die vollends aufklärende Theorie sieht schließlich alles Bestehende im Zeichen triumphalen Unheils erstrahlen. Horkheimer und Adorno schrieben 1944, Aufklärung ist totalitär. In diesem Verständnis von Aufklärung zur Paradoxie. Die Analyse der kritischen Theorie wurde selbst zu einem Teil dessen, wovor sie warnte. Das rückläufige Moment der Aufklärung ist die überstürzte Interpretation der Aufklärung als totalitäre Rückläufigkeit. Daher ist kritische Aufklärung über die Aufklärung abermals aufzuklären. Der Hebel für eine Entmachtung des Modus Kritik liegt darin, dass auch die Annahme einer universellen Konstruktion von Realität selbst wieder ein Konstrukt sein kann. Reflexion, die sich selbst in ihrer herrischen Konstruktion von herrischen Konstrukteuren zu reflektieren beginnt, wird wieder offen dafür, das Gegebene als eine komplexere Offenheit erahnen zu können. Wo Kritik war, wird Wahrnehmung. Wo Wahrnehmung ist, können sich wieder Konturen des unbeschädigten Lebens im Bestehenden zeigen, die sich verdeutlichen können in bislang übersehenen Möglichkeiten. Für das 21. Jahrhundert heißt das, dass es vor allem darauf ankommt, sich von der, wie Nietzsche schreibt, niedrigen Sittlichkeit des 20. Jahrhunderts zu emanzipieren, die in der Konzeption der großen Revolution liegt, die nicht mehr war, so Nietzsche, als eine pathetische und blutige Quacksalberei. Die Probleme des Klimawandels und die Probleme des zivilen Kooperierens von Kulturen können nicht durch Gesten der Plötzlichkeit gelöst werden. Vielmehr wird sich aus einem intensivierten kulturellen und historischen Lernen eine maßvolle Rationalität entwickeln, ihre Lust am offensiven Erkennen beibehält, aber durch passive Kompetenzen domestiziert und so fähig ist, interessanter und kooperativer mit den anderen in seiner Vielzahl von Fremden als der Natur und als Fremde der Existenz umzugehen. Dazu gehört eine explizite Auseinandersetzung mit den Deutungen, die den anderen als Feind und Täter, die Natur als Rohstoff und Lebenskampf und die Existenz als Seinsverlassenheit Heidegger und Absurdität auslegen.